Die Geschichte beginnt mit unserem Planeten Erde, von dem alle Baumaterialien eines Laptops stammen. Bäume, Mineralien und Gesteine. Diese Materialien werden an eine Fabrik geliefert, in der Laptops gebaut werden. Dann wird ein brandneuer Laptop in ein Geschäft geschickt, wo er auf einen Käufer wartet, um mit nach Hause genommen zu werden. Der Laptop wird produktiv genutzt, oft von Wissenschaftlern auf der Suche nach neuen Ideen und Technologien. Dann, nach 3 oder 4 Jahren, durch einen Prozess der kreativen Überalterung, wird der Computer nicht mehr verwendet. Es ist nicht so, dass der Laptop nicht mehr funktioniert. Er ist immer noch 1000-mal schneller als der Computer, den wir verwendet haben, um einen Mann auf den Mond zu bringen. Dennoch ersetzen wir den alten Laptop durch einen neuen, während der alte ungenutzt bei uns im Haus bleibt. Große Mengen an umweltschädlichen Halbleiterchips werden zu globalem elektronischen Abfall. Das Paradoxe ist, dass während Millionen von Laptops ungenutzt herumliegen, Millionen von Kindern in den armen Regionen der Welt noch immer der Zugang zu Bildung fehlt. So haben wir 2 globale Herausforderungen, die miteinander verbunden sind: die Beseitigung von Elektroschrott und die Bereitstellung von Bildung für Kinder mittels Technik. Doch wie lösen wir diese beiden Probleme? Wir können ein soziales Netzwerk einsetzen, um ungenutzte Ressourcen zu mobilisieren, Bewusstsein schaffen und fundierte Entscheidungen treffen. Über soziale Netzwerktools können große Aufgaben in kleine Teilaufgaben mit 0 Opportunitätskosten aufgeteilt werden. Mit sozialen Netzwerken hat jeder Laptop-Besitzer nur eine Mini-Aufgabe, um einen Laptop zu einem Kind zu bringen. Wir beginnen mit der Kennzeichnung eines Laptops, Tagging. Durch die Kennzeichnung jedes verfügbaren Laptops auf dem Planeten können wir den Fortschritt aller unserer Mini-Missionen verfolgen und effizient Angebot und Nachfrage zusammenbringen. Sobald der Laptop nicht mehr benutzt wird, wird er als Stufe S1 markiert. Der Prozess beginnt, um ihn zu einem Kind zu bringen. Auf Stufe S2 bereiten Freiwillige im sozialen Netzwerk den Laptop auf und installieren Ausbildungspakete wie Edubuntu. Mit der Arbeit von Tausenden von globalen freiwilligen Programmierern, die Open-Source-Lernsoftware entwickeln. Durch den zeitlichen Abstand zwischen Angebot, Nachfrage und Lieferung werden fertige Laptops im globalen Bestand gehalten. Das ist Status S3. Eine Schule in der dritten Welt sucht sich einen Laptop aus, fragt ihn an und reserviert ihn. Mit Stufe S4 ist dieser Laptop dann der Schule zugewiesen. LabDo nutzt auch ein soziales Netzwerktool namens DoorTrips, um Laptops bei gleichzeitiger Minimierung der CO2-Emissionen zu transportieren. Jeder globale Reisende mit freien Kapazitäten in seinem Gepäck kann seine Reise über DoorTrip anmelden. Das soziale Netzwerk LabDo weist dann einen Laptop einem DoorTrip-Reisenden zu und koordiniert via SMS, Tweet oder E-Mail die Abholung des Laptops. Und schon ist ein DoorTrip-Reisender gefunden, der den Laptop an die Schule in der dritten Welt bringt, bei gleichzeitiger Minimierung der Auswirkungen auf die Umwelt. Laptops in dieser Phase sind als S5 markiert. Eventuell gehen eingesetzte Laptops auch kaputt und so braucht man einen Plan, wie sie recycelt werden können. Wenn das passiert, informiert eine Anwendung namens Duplet automatisch das Netzwerk und signalisiert den Bedarf für einen weiteren DoorTrip. Auch jetzt ist es wichtig, fundierte Entscheidungen auf Basis von gesicherten Informationen treffen zu können. Wenn ein DoorTrip gefunden ist, wird der Laptop zu einer Recyclingfabrik gebracht und mit Status S6 markiert. Der Laptop wird in der Recyclingfabrik entsorgt und verwertet, um zum Planeten Erde zurückzukehren und somit einen weiteren Zyklus des Lebens zu absolvieren. Dies ist die LabDo-Geschichte. Eine Geschichte, in der jeder von uns ein Teil sein kann und in der Planet Erde ein nachhaltiger Ort ist, an dem jedes Kind Zugang zu Bildung hat.